So, es geht weiter. Ja, wir haben ja beim letzten Mal ein klein wenig gefailt. Ein klein wenig, aber wir haben es zum Boss geschafft und der ganze Dungeon verlief relativ flüssig. Also, ich kam da relativ gut voran und ja, der Dungeon gefällt mir bisher sehr gut. Muss ich sagen. Also wirklich, ist ein super Dungeon, finde ich, vom Aufbau und allem. Hey. Los, schieß auf mich. Die haben kleine Herzen auf dem... Ja, was ist das? Deren Hexenmantel. Ja. Nennen wir es doch einfach so. Okay, das ist alles sehr knapp bisher. Ne, hier geht's nicht. Irgendwo konnte man... Ich glaube, hier unten konnte man direkt... Genau. Direkt den Schalter betätigen. Ich versuche jetzt hier ein bisschen schneller durchzukommen. Einfach, weil ich finde, ich habe hiermit jetzt schon genug Zeit verplempert, damit, dass ich... Ja, diesen Weg bestritten habe. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Keine Ahnung. Geht das nicht so? Ich glaube schon. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter Richtung Boss. Stimmt, wir müssen hier nach rechts. Dann hoch. Ein Herzchen für mich. Dann hier runter. Ja, ja, ich finde den Weg schon. Nein! Na, jetzt kann ich auch hier gucken. War da kein Herz drin in beiden? Verdammt. Ah. Hier gab es ja auch leider keine Feen, oder? Hier gab es eine volle Magie auf Ladung. Ja, das ist sehr praktisch. Wir sind aber auch, glaube ich, gleich schon da. Wir haben jetzt noch 7 Herzen. Ja, das war ein bisschen assi. Ein bisschen asocial. Ey, dich habe ich nicht mal gesehen. Gemeinheit. Ich muss echt besser aufpassen. Boah. Hier waren, glaube ich, nirgends Sachen drin. Okay, ich muss sofort ausweichen. Ups. Da habe ich diesmal dran gedacht. Diesmal wusste ich es ja auch. So, jetzt gehen wir hier rein. Und hier muss man, glaube ich, einfach nur den Schalter drücken. Genau. Oder halt abwerfen. Schalter muss man nicht drücken. Die wirft man ab. Macht ihr das nicht so, wenn ihr den Lichtschalter mal betätigen wollt? Das verwundert mich ein bisschen. Also bei mir machen das alle so. Ja, ich wurde direkt wieder getroffen. Nachdem ich von denen endlich mal ein Herz bekommen habe. Hallo, mehr kleine gelbe Wichte? Nö. Alter. Ah, hier ist so viel, was mich töten möchte. Nein, hier musste ich... Aha, ich musste da oben den Schalter betätigen. Das hatte ich nicht mehr ganz in Erinnerung. So, jetzt ist das wieder richtig. So, ein Herz mehr. 5,5. Joa, Ist jetzt nicht das Maximum, nicht? Es geht besser.
ich jetzt einfach hier rein und dann nach links. Er hat irgendwas direkt auf uns geworfen. Ja. Ah nein, okay. Die lassen sich auch so besiegen. Augen vielleicht mit einem Bogen? Oh, der macht Blitze auf uns. Was? Wie viel Schaden machen die? Ich habe nicht drauf geachtet. Game over. Ich schaff diesen Dungeon einfach nicht mit genug Leben, habe ich das Gefühl. Ihr seid doch leicht zu besiegende Gegner. Ach, und ihr könnt sogar Herzen droppen. Tatsächlich. Ich hätte halt gern jetzt noch eine Fee, das wäre super gut. Aber ich wüsste nicht, wo ich schnell eine herbekomme. Echt nicht. Hallöchen. Aua! Laser-Hurensohn. Nein! So. Damit ist der Raum auch geschafft. Mit wenig Verlusten. Na, der geht schon. Der geht schon, der Enterhaken. Das ist halt nervig, dass man sich damit nicht an Wänden langziehen kann. Da würde man damit viel, viel schneller sein. Als zu Fuß. Eine verpasste Chance, ja. So, wieder hier raus. Hier gab's halt... Hier gab's, glaube ich... Also, ich erinnere mich gerade gar nicht, aber ich... Also ich erinnere mich schon, aber ich erinnere mich an keine Feen oder so aus dem Dungeon. Ich glaube, hier gab es tatsächlich auch keine. Aber der Dungeon ist auch relativ einfach, muss ich sagen. Also im Vergleich zu den anderen. Also jetzt nicht vom von den Gegnern her, sondern einfach vom von der Tatsache, wie durchschaubar er ist, sondern wie übersichtlich er doch ist, trotz seiner Verworrenheit. Also ich kam hier sehr gut zurecht in dem Dungeon. Habt ihr auch gesehen, ich bin ja, glaube ich, beim ersten Lauf direkt ziemlich weit gekommen. Das ist normalerweise ja nicht der Fall. Aber bevor das Ding schießt. Und den Weg hier kenne ich ja jetzt schon fast auswendig. ein Herz. Und die restlichen waren alle leer. Wir haben 10 Herzen. Magie ist auch voll. Miau! Da rennen wir hinfort. Nein. Ah, dieser Block auf dem Schalter platziert Ding, der hat mir jetzt ein Herz gekostet. Der hat mich ein ganzes Herz gekostet, meine ich. Oh, keins. Jetzt sind wir doch schon fast da, oder? Ach so, der Raum. Weg damit. Dann müssen wir einmal kurz hier hin. Das geht eigentlich. Ich kenn's ja jetzt aber auch schon zur Genüge. So muss man dazu erwähnen. Ich bin hochkonzentriert. Ich möchte jetzt echt nichts falsch machen, damit ich einfach den Boss schaffe. Nein, oh, jetzt wurde ich... Was? Ich wurde getroffen, unverwandelt? Ja, verkackt. Kann ich doch schon wieder direkt neu starten.
Wenn die mir jetzt nicht ordentlich Herzen geben. Okay, da oben kommt das rote Dings nicht durch. Wow. Da ist ein Herz. Nein, dieses rote Dings, was auch immer das ist. Es ist so nervig. Wow, wow. Wow. Ich meine, hier oben gab es ein Herz drin, genau. Wow. Nein, jetzt wurde ich von ihm hier getroffen. Ah, 8 Herzen. Ich drehe gleich durch. Ernsthaft. Warum eigentlich nicht? So, jetzt kriegt ihr mal alle auf die Mütze. Oh, es bewirkt gar nichts. Das hier vielleicht? Ich meine, das ist eine fette Feuerwalzen-Dingens. Okay, ihr seid unbeeindruckt. Seid wohl nicht so leicht zu beeindrucken. Ich, Aua. Okay, ja, mit ordentlich Button-Gesmashe geht das. Oh! Wow. Okay, da eine Fernkampfwaffe, wirklich. Nein. Oh, oh nein. Ich glaube, ich bin ziemlich weit. Ich möchte hier jetzt nicht versagen. Was? Er hat mich nicht getroffen. Wo hat der mich bitte getroffen? Wo soll der mich bitte getroffen haben? Yay, spaßige Angelegenheit. Ah, hier kriege ich wieder ein Herz. Wo hat er mich getroffen? Das war doch so gut. Brrr. Wow, ich hab den doch eigentlich getroffen. Na, jetzt trifft mich sogar sowas. Na los, komm, schieß. Ich wollte doch ausweichen! Ja, toll. Ich hab keinen Bock mehr! Oh, ja, jetzt ist er da noch. Komm her, du kleiner Schlumpf, du. 7,5 Herzen. Wow! Ja, da bin ich dumm reingerannt. Egal. Ah, die Schwierigkeit des Bosses ist recht niedrig, würde ich sagen, wenn man das erstmal so hinbekommt. Ah, Mann! Thank you.
Nein! So, Bumerang. Ein dummer Rubin, den brauche ich auch unbedingt, genau. Mantel. Keine anderen mehr. Nein! Ah. Dankeschön. So, 5,5 Herzen. Ja, wie unfair war denn das? 4,5 Herzen. Taktik Numba Onu. Nein! Jetzt drehe ich mich auch noch fucking falsch. Button smashen. Okay. Ja! So einfach ist dieser Boss. Her damit. Herzcontainer und Lebensauffüllung. Nee, Erstkristall. Boah, Mann ey. Könnte man sich ja aufregen. Macht man natürlich nicht, wenn man hochkultiviert ist. Dann schweigt man einfach und ja, es klappt auch. Vogel, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ganons Macht allein reichte nicht aus, das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Aghanim wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen.
Hast du alles verstanden? Ja, aber Schildkrötenfelsen sagt mir nicht viel. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Jetzt kommt die Lebenserfüllung. Endlich. Ich habe keine Ahnung, was ein Schildkrötenfelsen ist. Ich vermute einfach mal, dass es sich dabei um... ja, den nächsten Dungeon handelt, der einfach da ist, wo auf der Karte ja die nächste Zahl steht. Ich fliege jetzt erstmal irgendwo hin, weg von hier. Bei der 2 irgendwo war es doch, oder? Ach, keine Ahnung, wir beenden jetzt einfach ein Linkshaus. Ich fand das sehr angenehm. Ich werde jetzt hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Bye. Macht's gut. Bye. Achso, ja. Bye, bye. Euer Vogel. Tschüss.